Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play WoW MOP Pandaren Monk. Ja, wir haben ja die ganze letzte Folge gebraucht, um die Spoils of Pandaria daneben durchzubekommen. Und jetzt sind wir quasi vor Tok, dem Blutrünstigen. Das ist so ein bisschen auch ein Stolperboss. Also hier stolpert man auch recht fix, denn der ist auf NHC doch recht tricky. Ne? Ihr wisst schon. Fuck around, it's tricky. Ich kenne den nicht mal den Text, aber ihr wisst, was ich meine. Und der ist nicht so einfach, weil es hier nicht so viele Phasen gibt, wo man eben gechillt Damage machen kann. Das ist ein bisschen blöde leider. Wow, ich bin hochgehoben. Ich müsste... Ja, ich kann mich schilden. Das bringt aber nicht viel. So, der gute Xperia steht nur da. Ah, reimt sich sogar. Der gute Xperia, der steht nur da. 20 Stück für 180 G, glaube ich. Okay. Check ich nicht. Gut, wie teuer kann man so nachstellen? 20 Stück für 180 G. Was? Das glaube ich nicht. 180 G für ein Stack, also ein altes Stack, nie im Leben. Ernsthaft. Seidenstoff. Das kauft doch keiner. Wer kauft denn bitte für 180 G 20 Seidenstoff? Wer ist denn so hohl in der Birne? Also 180k ganz im Ernst für 20 Seidenstoff. Das ist das farmt man in Sulfarak oder wo auch immer. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Instanz das ist. Farmt man da innerhalb von maximal einer halben Stunde. Also Minis in der fixieren Phase bei den Tanks. Ja, das ist eine gute Idee. Und wir stellen mal unsere Statue. Hier kommt schon Klausel. Was ist denn mit denen los? Ja, da kommt er. Ernsthaft? Betten. Das ist der erste. Okay. Ich versuche das mal zu übersetzen. Beten und hoffen, ich brauche Gold. Der erste Char ist doof ohne G. So. Gut. Hätten wir das mal übersetzt? Mein lieber Freund, achte beim nächsten Mal darauf, wie Wörter geschrieben werden. Mein Hund hat gefurzt. Muss kurz zwei Minuten. Was? The fuck? Oh meine Güte, ey. Also manche Leute. Das tut echt weh. Gut, der gute Tok, wie gesagt, auf NHC ein bisschen schwieriger, weil eben nicht so viele Phasen. Und Tok, du bist doch bitte so freundlich und droppst mir. Ja, da, den Helm hätte ich gerne. Das Trinket kannst du mir auch droppen, aber nur den Helm reicht mir schon. Open the thrice locked cage during... Okay. Okay, lustig. Der dreifach verschlossene... Welcher ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Hab ich noch nie gemacht. Yaungol, Jinyu und Saurok. Ach komm schon, wir warten noch jetzt. Was ist denn mit denen los, ey? Akron möchte lieber HC machen. Der hat sogar schon die ruhige Waffe. Hellscreams Warstaff, den hätte ich gerne. Ganz im Ernst. Den will ich haben. Ich hoffe immer nicht, dass ich dafür einen Magier machen muss. Können wir mal gucken, was der gute Garrosh so droppen kann. Also wir sind dafür nicht. Den Warstaff könnten wir kriegen. Das Schwert auch nicht. Den Dolch nicht. Ja, die Mace könnten wir kriegen.
Das wäre natürlich. Oder eben hier das Tome. Das wäre natürlich beides ziemlich scheiße. Also den Stab hätte ich gerne. Die Einhandwaffe wäre auch noch drin. Aber am liebsten hätte ich den Stab, ehrlich gesagt. Hoffen wir mal, dass der droppt. Betet für mich. Gut, wir halten uns am Stern, alles klar. Kriegen wir hin. Können wir dann jetzt bitte? Ich hab doch nur begrenzt Zeit für den Part, Leute. Das geht doch nicht anders. Legende der Brauväter, okay. Ach, er macht wahrscheinlich gerade die, die Achievements für, wie heißen die Dinger? Die Lorewalkers. Ne, müsste ja auch mal die Schlange, den Orden der Cloud, der Wolkenschlange mal hochhauen. Shanxis Akademie. Ich glaube nicht, dass man die irgendwie noch hochbekommt. Finde ich auch interessant, einfach eine Dings einzuführen, die man nicht hochbekommen kann. Ne? Aber gut, ist ja auch egal. Wenn der gute Mann jetzt mal da ist. So, was haben wir noch? Siegecrafter, Blackfuse, Schultern wären nice. Trinket wäre auch sehr nice. Stab würde ich mich auch drauf einlassen. Paragons der Klaxi. Den Ring. Kann man den upgraden? Den Ring kann man, glaube ich, nicht upgraden. Von daher brauche ich den, glaube ich, nicht unbedingt. Nee, steht nirgendwo dabei, dass man es upgraden kann. Also kann man den wahrscheinlich upgraden. Von daher, außer die Hose, alles bitte. Garrosh natürlich, ne? Waste ist in Ordnung. Das hier hätte ich gerne. Und eben mein Stab, ne? Dann bin ich glücklich. Wenn Varion da ist, okay. Kommt der jetzt bald bitte mal wieder? Brauchen wir denn so unbedingt? Ja, den brauchen wir, aber der könnte ruhig mal sockeln. Also 540er Gear sollte man schon sockeln. Und verzaubern wäre auch nicht schlecht. Ne? Also ich habe ja meinen 550er Kram. Ist ja hier alles, ne? Alles über 520 ist ist verzaubert und gesockelt. Ja. Die 500er Sachen habe ich halt eben nicht verzaubert. Das könnte man nachholen, aber muss ja nicht. Diesen blauen Helm hätte ich gerne mal weg. Ja, sind die Leute bald mal da, ey. Sowas, ich kann sowas echt nicht leiden. Mitten im Raid AFK gehen, ne? Und wir haben jetzt wieder 7 Minuten auf meinem Timer. Aber gut, das bedeutet, wir haben jetzt noch 4 Bosse. Oh, es geht los. Es geht los. Jetzt geht's los. Ja, Timer hat gereicht, um noch was zu trinken. Mond geht da als erstes ran, okay. Gute Sache. Und ich werde wieder genatureloggt. Ich check's aber auch nie. Ich check's echt nie. Ist jedes Mal so. Wir geben dem Tank jetzt erstmal bitte einen. Schade. War ich nicht schnell genug? Wollte dem Tank nochmal schnell einen Buff geben. So, jetzt kommt er gleich. Wow, da kam er schon wieder. Fixieren auf mir. Uiuiui. Jetzt hat er aufgehört. Oh, nochmal. Das ist langsam nicht gut. Kann er mal aufhören, mich zu verfolgen? Ich bin langsam am Ende vom Gang. Er hat sich jemand anderen auserkoren. Nett, und wir hauen Maxuren drauf. In der Phase ist es nämlich wichtig, in dieser Laufphase, dass viel Schaden kommt. Denn der eigentliche Punkt ist, man hat nicht mehr so viele Damage-Phasen. Das wird immer schwieriger gegen Ende. Und wo ist der Stern? Ist auf der anderen Seite. Ach, jetzt ist der Stern hier. Okay, immer beim Stern bleiben, ne? Haben wir jetzt gelernt.
Deafening Screech und ich werde schon wieder genature-locked. Das ist natürlich nicht so geil. Ich gebe mir mal eine Blubbelblase. Da kommt er gleich. So. Fuck. Irgendwie ist das nicht so akkurat, würde ich sagen. Es gibt hier gerade sehr, sehr viel Deafening-Sachen. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht so gut. Der halbe Raid ist hinüber. Uiuiuiuiui. Das war wohl nichts. Ihr Deppen. Ja, sind wir doch. Haben wir doch. Hab ich doch. Gut, mehr konnte ich jetzt nicht machen. Aber er ist auf 39%. Das würde ich sagen, ist für den ersten Try eigentlich passabel. Ja, ist okay, ne? Könnte natürlich immer. Es kann natürlich immer besser sein. Aber für den ersten Try war das in Ordnung. Ja, das stimmt eigentlich. Da ist nicht viel dran falsch zu verstehen. Gut, da ist jetzt jemand raus. Noch jemand raus. Ultra Natural. Das ist schlecht. Einer der besten Heiler ist weg. Das gefällt mir nicht so gut. Wir brauchen... Ach, da ist wieder einer. Aiki. Ist der nicht eben raus? Ach ne, Aiki ist reingekommen. Was hat er denn für Equipment? Kann ich noch nicht sehen. Wahrscheinlich. Also hoffentlich kann er den Dudu ausgleichen. Der war nämlich echt ziemlich gut. Und gerade hat der andere auch mal sehr gut geheilt. Muss man sagen. Und der andere Tank ist auch weg. Na gut, wer ist denn jetzt hier Leader? Naja. Ich erwarte eigentlich, dass man da eine Gruppe findet, die das drauf hat. Weil, und da liegt auch einfach... Ich kann... Wenn man schon so wenig laufen muss... Dann sollte man doch eigentlich erwarten können, dass die Leute das auch wahrnehmen, das Laufen. Es wäre zumindest mal eine Maßnahme. Und ihn dann zu retzen, ist ja auch nicht unbedingt so. Also ich habe mein Möglichstes getan. An den Heilern lag es diesmal nicht. Von daher. Nicht meine Schuld. Nicht meine Schuld. So. Ja, hat er recht. Wo ist der Hexer? Haben wir überhaupt noch einen Hexer? Wir haben noch einen Hexer. Grunge irgendwas. Grunge irgendwas, ne? Also wenn wir jetzt für jeden Boss einen Part brauchen, dann wird das extremst eng. Also wir haben jetzt nur noch 4 Bosse übrig. Und ich kann noch 2 Parts aufnehmen. Na, also Tok kriegen wir noch hin. Und dann hängen wir vor Garrosh und ich kann da nichts mehr aufnehmen. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Naja, dann müssen wir mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ne, fangen wir halt einfach an und vielleicht... Vielleicht kriegen wir es in der Zeit hin. Gut, ja, ansonsten, was kann ich Ihnen jetzt erzählen? So, das Problem an der Sache ist halt einfach, dass ich mich auch ein bisschen auf den Raid konzentrieren muss. Ne, läuft ja nicht alles hier so locker flockig von der Hand. Und das ärgert mich noch so ein bisschen, dass ich das bekommen habe. Aber da hätte ja bei den Spoils hätte ich auch nichts anderes droppen können. Großartig geiles. Handschuhe, ja gut, die Handschuhe, da hätte ich mich noch ein bisschen drüber gefreut. Aber gut, hier kann halt schon recht viel Geiles für mich droppen. Ein Ring, ein Trinket, der Helm, die Offhand will ich nicht, aber von mir aus auch die...
Da ist jetzt dieser Varion, ist jetzt offline. Stellt mal Rap-Bot. Geile Kiste, ey. Wo steht denn der Rap-Bot? Da steht er. Hi, Rap-Bot. 155 Gold. Ach du Fuck. Der Besuch hier kommt mich echt ein bisschen teurer zu stehen. Aber gut, so ist das Leben, ne? Leben ist kein Ponyhof, es geht nicht nur ums Reiten. Und wir helfen hier mal beim Stern. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Ob wir das jetzt nochmal hinbekommen hier. Das wäre ja schon geil. Jetzt wollte ich mal den anderen Heiler angucken. 45, okay, upgradetes Raid Finder Equipment. Das sieht doch durchaus passabel aus. Eine Platte. Eine gute Platte. Eine Draenor-Platte ist das. Okay, das droppt wahrscheinlich beim 550er Gear. Das droppt wahrscheinlich in dem neuen Teil hier, in der neuen Instanz. Also in der oberen Schwarzfeldspitze, die ich natürlich auch noch mit euch machen wollte. Hatte ich eigentlich geplant, aber dann habe ich gesehen, dass man recht easy hier in eine Gruppe kommt. Und jo, dann habe ich mir gedacht, nehme ich doch einfach das hier auf. Weil wenn ich sowieso hier reinlatsche, ne, und den ganzen Kram sowieso mache und meine Zeit dafür aufbringe, dann kann ich ja eigentlich auch direkt schon, ne, Kram machen. Und kann ich eben direkt schon aufnehmen. Fangt an zu tanzen. Hardy, Hardy. Sollten die jetzt nicht anfangen zu tanzen? Tanzen alle! Haha, Party, Party! Liebe Leute. Gut, wer fehlt denn jetzt noch? Enor ist noch. Kirathiel. Fivier. Sind sehr viele Trolle, glaube ich, gerade unterwegs, wenn ich mir so angucke. Undeads finde ich auch sehr, sehr geil. Ne, Forsaken und Blutelfen sind so meine Lieblings. Rasse, was war das jetzt? Das war gerade nicht so gut, mein Freund. Tank überlebt es, aber ist schon. Solange der Raid es auch überlebt. Der Deafening Screech ist natürlich immer eine ganz, ganz blöde Kiste. So. Deafening Screech ist natürlich für uns immer. Für die Heiler einfach ganz blöd. So. Uns fehlt irgendwie so ein bisschen der Gruppenheal, glaube ich. Alter. Ach, jetzt fängt die Phase an. Gut, da müssen wir jetzt mal ein bisschen hier weggehen. Aber jetzt können wir wenigstens mal kurz ein bisschen durchheilen, ne? Haben wir eben auch mal ganz beschränkt eben auch Zeit dafür. So. Akiron ist gerade ein bisschen low, aber da komme ich glaube ich nicht dran. Akiron, wo bist du? Der ist da vorne in seinem Eisblock. Ich fürchte aber, der stirbt. Ich fürchte, bei Akiron kann man nicht mehr helfen. So. Kriegen wir das jetzt irgendwie hier gebacken? Hoffentlich. So, okay, dann haben wir das schon mal hingekriegt. Wenigstens ein bisschen was. Ja, es ist wieder Blood Frenzy Phase. Uiuiuiui. Und da sind einige umgefallen. Nicht gut. Irgendwie sind Heiler weg. Was geht denn ab? Wir waren doch eben noch vier Heiler. Ziemlich verarschen. Das wird doch wieder ein Vibe.
Ich kann hier aber, glaube ich, auch nicht mehr viel rausreißen jetzt. Ich fürchte, das ist wirklich vorbei wieder, ja. Ey, wenn ich echt für jeden Boss jetzt eine halbe Stunde brauche. Heiki ist noch da, wer ist denn eben weg jetzt? Amy Dad ist wohl auch weg. Keine Ahnung. Wir sind aber auch wieder bei 50% gewiped. Das ist ein bisschen blöd. Ehrlich gesagt, ich habe ja alles Mögliche noch getan. Auch um den Akiron eben hochzuheilen, ne? Aber wenn man halt schon. Ja, wenn man halt eben dann schon mal so weit ist, ne? Dass. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, Leute. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber wenn man halt eben einmal durch die Gruppe durchläuft, dann ist es halt vorbei. Ja, das finde ich auch irgendwie lustig, ne? Crunch ist weg. Da gehen sie alle wieder. Es sind jetzt 13 Leute nur noch. 12 Leute. Ne, doch 13 jetzt wieder. Ist wieder jemand reingekommen. Die sind aber auch wieder dabei, ne? Also. Der lädt auch einfach alles nach. Das ist ja nice. Warum nicht, ne? Bleibt halt alles in der Schlange drin. Und lädt dann eben entsprechend nach. Finde ich lustig. Finde ich echt eine coole Aktion. Jetzt ist der Eno auch raus. Naja gut, der war ja nicht unbedingt so der Porno. Na, Eno, gut, Platz 5. Naja, ist ja in Ordnung. Er war halt nicht so der Mega-Reißer. Ach, liebe Leute, ich hoffe mal, der nächste Try ist jetzt der letzte. Das wäre echt schön. Also mehr heilen, als ich heile, kann ich halt nicht. Ich tue hier wirklich mein Bestes. Aber irgendwo ist halt auch. Irgendwo kann ich halt auch nicht mehr. Ne? Ist halt schade. Aber geht halt nicht anders. Und er läuft hier einfach durch Mythic durch. Der Avi. Gut, da hat er irgendwie recht. Vier Heiler waren es. Ja. Das wäre mal ganz praktisch, ehrlich gesagt. Aber gut, die Leute kommen jetzt ran, hoffentlich alle. Ich hoffe mal, die müssten eigentlich nachgeladen sein. Hoffentlich kommen die jetzt auch wieder. Also mit 13 Leuten. Hey, ich will rüber in die andere Gruppe. Mit 13 Leuten ist es natürlich auch noch machbar, ne? So ist es nicht. Es wird ja flexibel hochskaliert. Aber. Jeeves. Ist Jeeves überhaupt noch da? Nö. Schön, aber. Ist mir egal. Ja, mir ist es jetzt ehrlich gesagt langsam auch egal. Die Gruppe stellt sich unheimlich doof an. Ja, ich tue ja schon mein Bestes, Jungs. Ich tue doch schon mein Bestes. Ich kann doch nichts dagegen tun. Ich tue, was ich kann und mehr geht nicht. Also irgendwo. Ja, natürlich bewegt sich jeder von dem Boss weg. Meine Güte. Ich find's halt ein bisschen peinlich, dass man das jetzt nochmal erklären muss. Und es ist irgendwie sehr schade, dass wir keinen weiteren mehr bekommen. Keinen weiteren Heiler. Ich hätte ja ehrlich gesagt recht gerne. Noch mein Kram hier. Nur noch so ein paar Sachen. Also Tok, ne? Fall um und gib mir, was ich will. Bitte was? Okay. Also wenn sie jetzt gegenseitig hier anpissen, habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf.
Jeeves. Da geht er wieder. Okay. Das war irgendwo klar. Also sich gegenseitig anpissen muss man echt nicht. Ich finde es aber auch recht schön. Ich finde es gut, dass er gegangen ist. Ich finde es gut, dass er sich beschwert hat. An dem Ton, bin ich ehrlich gesagt, war jetzt ein bisschen vielleicht was falsch, aber konnte man nicht machen. Wenn es bei den 13 Leuten bleibt. Müsste auch so gehen, ja. Sollte eigentlich. Hoffen wir es mal. Sollte aber passen. Also ich denke auf jeden Fall, dass das passt. Und jetzt sehen wir noch mal einen letzten Try hier in der Episode. Und wenn nicht, dann... Ja, wenn nicht, dann gibt's halt mal eine Episode ohne Bosskill. Was soll's. Ich kann ja leider nichts dafür, liebe Leute. Haben wir noch einen Dudu? Wir haben noch einen Dudu, der sollte mal seinen Buff setzen. Ach, hat er schon. Hat er schon. Habe ich ihm ja jetzt... schlecht, ne? Böse getan. So. Ja, es ist immer eine geniale Idee, wenn man so direkt vorneweg schon mal... da kommt schon der Erste. So. Nächste kommt auch gleich. Okay. Der Nächste kommt ein bisschen zu früh. Okay, jetzt hat er mich erwischt, aber da ging jetzt auch nicht anders. Irgendwann muss ich auch mal heilen können. Alter, wie viel kommen denn von dem Schiss, ey? Blood Frenzy. Legen wir es mal vom Boss weg. So, das sollte jetzt aber eigentlich kein Problem sein. Wen fixiert er jetzt? Jetzt fixiert er jemand anderen. Xuan ist noch drauf. Okay. Läuft. Mein lieber Freund, du siehst auch ein bisschen down aus. Schon wieder auf mich. Der müsste jetzt aber gleich... Ja, wieder abbrechen. So, schauen wir doch mal, dass wir hier wieder irgendwie an die Gruppe rankommen. Zack, und da sind wir schon. Ja, es ist halt das ein bisschen blöde, ne, am Monk. Wir müssen halt quasi immer casten und wir sollten den mal dispellen. Irgendwann sind leider meine Instants aufgebraucht. So. Boah, ey. Das Nature Lock ist langsam echt ein bisschen nervtötend. Da kann man leider nichts machen. Aber es ist keiner gestorben bis jetzt, glaube ich. Das ist doch schon mal eine recht gute, ein recht gutes Outcome. Da ist Acheron gestorben. Ich hoffe mal, den rettet jetzt jemand. Das melde ich doch bitte mal. So. Ich kann halt auch irgendwann nur noch so viel heilen, wie geht. Der Tank kriegt gerade hier ordentlich oben Butz. So.
Hoffen wir noch mal, dass das jetzt hinhaut. Pidori kriegt auch wieder ordentlich auf die Fresse. Ja, aber der Tok sieht... Okay, wir sind zwei tot. Tok sieht aber noch ganz machbar aus. Gerade. Ja, das muss jetzt nichts heißen. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, wo ich stehen muss. Guck jetzt. Das ist jetzt natürlich nicht gut. Das ist jetzt natürlich ganz und gar nicht gut. Statue steht. Ach, ich bin im Eisblock. Okay, Statue müsste stehen. Puh. Ich fürchte, ich sterbe jetzt gleich. Oh wow, das war ein knappes Ding. Das war echt ein knappes Ding. Hoffentlich überleben die Tanks jetzt lang genug. Wir sind nämlich jetzt in der letzten Phase langsam. Ui, 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 ui. Ich hoffe mal, die kriegen das hin da hinten. Er kriegt das hin, das ist ja nur noch einer. Schiete. Ist noch ein Heiler am Leben. Außer mir. Was nicht unbedingt gut ist. Und Damage-Dealer sind auch nicht mehr ganz so viel da. Das ist auch nicht unbedingt gerade so prickelnd. Ist momentan alles irgendwie nicht ganz so. Ist alles gerade wirklich nicht ganz so geil. Und ich bin gestunt und komme nicht raus. Geil. Geile Kiste. Ja, das wird wahrscheinlich ein 17% Wipe. Ja, das konnte er nicht alleine wegheilen. Da fehlt es einfach echt an Damage. Also da sind zu viele Damage-Dealer gestorben. Werfe ich dem Akron hier aber auch nicht vor. Der konnte da echt nichts für. Da kam aber auch kein Battle Rats auf den guten. Wie sieht denn im Damage eigentlich aus? Er ist dann ganz oben. Jinka. 6k DPS. Ist denn im DPS ganz oben? Ja, mal gucken, wie viele Leute jetzt leaven. Ne? War halt jetzt einfach nur ein Fail-Try. Macht ja nichts. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Level to new heights. We wanna rape, run a thunder, ain't gon' play nice. We'll PvP.